Joho, Plants vs. Zombies, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Endless Vasenbrecher. Ich verspüre schon den Endless Wadenbrecher hier. Ach du liebes bisschen. Gucken wir doch mal hier rein. Dann machen wir das mal so hier. Wenn ich das ja schon vorübergehend sehen darf, ja. Machen wir das mal so. Den hebe ich mir auf. Für den da. Ich hier. Oh, jetzt werde ich gleich nicht mehr sehen können, was da war. Okay, guck mal, was da hier drin ist. Guck mal, was mal da drin ist. Guck mal nochmal, was da hier drin ist. Ach du Scheiße. Guck mal, was mal hier drin ist. Ach du Scheiße. Guck mal, was da hier drin ist. Jetzt wird es langsam kritisch. Die werde ich wohl mit einem Matschkürbis aufhalten müssen. Dumm. Sehr gut. Hat schon mal geklappt. Das war jetzt nicht so gut. Okay, aber den erledigt es sich noch. Okay, okay, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Gucken wir mal, was kommt denn hier alles? Gehen wir mal hier so. Ja, das ist okay. Was haben wir denn direkt hier vorne? Hier haben wir was, was dann mit Matschkürbis erledigt werden muss. Eine Kürbis... Das ist gut. Oh nein, die ist verschwunden! Verdammt! Hallo Gargantua! Hallo Gargantua. Tschüss Gargantua. Ah, hier unten ist ja noch die Kacke am Dampfen. Großartig. Oh. Okay, diese Welle habe ich besser überstanden. Ja, das ist okay. Damit komme ich klar. Das kann ich... Okay, das ist schon mal schön. Es wird nicht besser. Okay, Oh, sehr gut gelöst. Wunderschöne Aktion, Hani, wunderschöne Aktion. Machen wir das doch so. Und gehen wir jetzt... Ah, perfekt, hier hinten die Sache an. Dann können wir gleich den hier vorne platt machen. Das ist kein Problem. Okay, was kommt hier? Was kommt hier? Was kommt hier? Was kommt hier? YOLO-Mode! Ach, guck mal, die machen wir mal so platt. Es kann ja nicht noch mehr Gargantuas kommen. Okay, die müssen wir dann wohl versuchen einzufrieren und anders aufzuhalten. Oh, crap. Jetzt muss ich mal Platz zu machen. Oh nein, 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 die kommen hier durch. Nein, nein, wie ist das denn passiert? Schnell, nein, 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 nein. 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 Verdammt, ich bin schlecht. Ich kann das wirklich nicht sonderlich gut, wie man gerade die ganze Zeit lang hier wunderschön gesehen hat. Ach komm, hier, stirb. In der Hoffnung, ich kriege jetzt hier eine Pflanze raus. Gut, dann kann ich ja mal hier ein bisschen Vasen aufbrechen. Was kommt hier? Gucken wir doch mal, das sieht doch positiv aus. Hm? Ach, Scheiße. Keine Ahnung. Nein, nicht der Kleine. Oh, crap. Ruf da drauf zu treten. Na, das ist ja ganz toll. Siehst du drin? Matschkürbis. Tisch! Geht doch. Kommen alle Open All Packs. Nein, 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 nein. Kacke. Wieder verkackt. Ey, das wird. Wie sollen wir das Achievement? Wie sollen wir das Achievement? Ich bin so schlecht! Ja, Hani, du kennst nichts. Du bist ein Vollversager. Haha, wer hätte das mal gedacht, dass wir triumphieren? Und immer wieder erneut. Gunther, du hast damit gar nichts zu tun. Du bist da gar nicht mit dabei. Doch, ich hab die Vasen alle sortiert. Ich war's. Ja, ich hab die heimlich aufgestellt. Wo ist die ganzen Vasen eigentlich her? Ja, ich war beim Töpferkurs. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob mir das gefallen will.
soll ich das denn jetzt machen, ohne dass diese Sachen hier verschwinden? Oh Gott, crap. Es war total falsch, den da jetzt einzupflanzen. Mach einfach alles auf jetzt. Ist gut. So. Schon verkackt wieder. Da muss man mit mehr Taktik rangehen. Wie habe ich das denn überhaupt das erste Mal überstanden? Mann, oh. Das ist so schwer, Eckart. Das schaffe ich nicht. Das kommt hier raus. Okay. Pong. Kümmern wir uns doch immer erstmal um eine Reihe. Das sieht doch schon mal nicht so problematisch aus. Das ist problematischer. Das ist schlecht. Das ist schon besser. Das ist schlecht. Damit komme ich klar. Oh, crap. Ja, das ist ein Gargantua. Das ist das jetzt auch scheiße hier. Da und oh Gott, das war knapp. Okay, das hat schon mal einigermaßen gut geklappt. Pflanzen raus. Die machen wir jetzt bestimmt dem Gar aus. Komm hier. Oh, da können wir auch einen Matschkürbis benutzen. Hier war Sonnenlicht drin, das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch dem Helmi da die Gar ausmachen. Dem können wir matschen. Oh mein Gott, das sieht aus wie eine Runde, die wir schaffen könnten. Oh, Gott sei Dank. Wow. Phasenbrecher Endless. Ey, da darf man ja wirklich nicht einen Fehler machen. Nicht einen einzigen Current Strike One. Ja, das ist ja peinlich. Ah! Das wollte ich nicht. Es ist blöd, wenn man gleich schon die, in Anführungsstrichen, richtigen so rausholt. Ich wollte gerade pflanzen. Ach, verdammt. Da ist ja der Fetti. Los! Toll. Mehr von denen. Noch mehr von denen. Aufgefressen, wie ist das denn nur passiert? Oh, komm, töte den Kleinen, töte den Kleinen. Ja! Oh, goodness gracious. Holy macaroni. Gott. Das ist so ungewohnt. Komm, jetzt frier die da ein. So ist gut. Oh, Gott sei Dank, wir haben es durch Strike 2 geschafft. Es ist so blöd, wenn man die ganzen Matschkürbisse zuerst kriegt, aber wenn die Matschkürbisse eigentlich sich aufheben möchte für den Gargantua. Das ist schon mal besser so. Damit komme ich besser klar. Damit kann ich arbeiten. Damit auch. Ich schon mal ganz vorsichtig hier Zombies freischalten. Aber ganz vorsichtig. Kann ich hier unten schon mal ganz vorsichtig. Kann ich hier oben schon mal. Mit Taktik. Wir gehen ja jetzt taktisch vor. Kartoffelmine setze ich mal hier hin. Kümmere ich mich dann da als letztes drum. Okay, was haben wir hier? Das ist ein Eimer-Zombie. Das ist schlecht. Da will ich mehr von denen in der Lane nicht haben eigentlich. Okay, das ist nur einer. Den kriegen wir recht schnell platt. Das ist gut. Das bedeutet, wir können hier noch einen setzen. Und nehmen dann notfalls hier einen Matschkürbis. Nehme ich jetzt hier nicht noch einen dackigen Doppelschuss raus? Das reicht? Nein, das wird nicht reichen. Okay, aber das wird dann hoffentlich reichen für was auch immer hier unten. Oh mein Gott. Hier. Wow. Okay. Das war schon mal anstrengend. Ach
komm, mach den da platt. So. Das ist ungünstig gewesen. Wenn die beide ganz da vorne zusammen sind, lasse ich die von dem Matschkürbis. Ne, und so. Jetzt müssten die. Und jetzt müsste ich sie beide erquetschen können. Nein, nur einen. Warum? Mein Nüsschen. Matschkürbis. Ah. Gott. Oh, wir kommen. Wir schaffen das schon mal ein Stück weiter. Wow, das ist richtig Taktik. Das kann ich nicht. Sowas kann ich nicht. Wie soll das denn gehen? Woher soll ich das dann können? Das lernt man nicht in der Schule. Ah, nee, dafür braucht man einen hohen IQ. Ah, verdammt. Okay. Soll heißen, ich kann... Oh, crap. Hier oben packe ich wieder das Notfallsding hin. Ach, dann machen wir jetzt gleich mit dem Matschding. Ah, noch ein Matschding. Oh, und die Matschdinger brauchen wir doch für ganz andere Problematiken. Toll, jetzt wird auch nur noch der getroffen und der da nicht. Ja, fast gewünscht, den Gargantua zu finden, ey. Keine Ahnung. Vielleicht besser hierhin so. Gut, die können wir noch platt kriegen. Ah, crap. Nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Alles okay. Nachgucken, was hier ist. Matschkürbis. Das ist gut. Sonnenlicht? Das ist jetzt nicht so gut. Ah, das ist nicht so gut. Walnuss bringt mir jetzt auch eher... Oh, Gott sei Dank. Was haben wir hier? Okay. Okay, okay, okay. Nur keine Panik. Nur keine Panik. Was muss ich erreichen? 15? Ja, Honey, da kannst du mal sehen. So einfach ist das nämlich alles gar nicht, wie du immer glauben tust. Na toll, gleich ein Matschkürbis hierfür. Hm. Oh, ich bin ja begeistert. Und nicht zufällig den Gargantua finden oder so. Da ist er schon mal nicht. Können wir auf jeden Fall die schon mal releasen. Wow, jetzt krieg ich aber viel. Oh, ist der Matschkürbis verschwunden. Naja. Dann muss das halt so gehen. Hm. Da oben kann hier einfach in Ruhe wanken. Das geht ja nicht. So, jetzt haben wir in jeder Reihe einen von denen. Kleinen machen wir jetzt hier platt. Da mal den Fetti. Mal Matschkürbis. Too much Kürbis nebenbei bemerkt. Nein! Nein, nicht der Kleine! Nicht der Kleine! Oh Gott sei Dank. Oh, die kriegen wir die platt? Die sich da durchgenommen sind? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Die so schnell kaputt zu kriegen wäre... Wow, das wäre mega. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, los. Schuss, 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 Schuss. Okay, die da unten jetzt. Schuss, Schuss, schneller. Du musst schneller schießen, Erbsenkanone. Ich weiß, dass du es kannst. Ich weiß, dass du es kannst. Komm schon. Der eine Kopf muss noch abfliegen. Der eine Kopf muss noch abfliegen. Oh, goodness gracious. That was risky. Aber without risky, no fun. Hahaha. No risky, no fun, you know. Nein, 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 ich hab sie zu früh geplant. Das war blöd. Oh Mann. Okay, das da unten wird jetzt eventuell schwierig. Je nachdem, was da kommt. So, jetzt müssen wir beide erwischen. Nee. Warum denn auch?
Wenn der tot ist, kann ich das Ding da setzen. Stirb jetzt. Stirb! Stirb! Jetzt fällt der Kopf endlich mal ab! Okay, das ist gut. Da ist der Gargantua drin. Das merke ich mir. Den kann man ja auch einfrieren. Immer mal ein bisschen mehr Schuss. Nehmen wir mal lieber den da. So, hier auch mehr Schuss gegen den Gargantua eventuell. Nein! Oh Mann, du blöder Arsch. Okay, jetzt haben wir nur noch den Gargantua. Müssen wir jetzt volle Power drauf geben. Er ist eingefroren, das ist gut. Jetzt schießt. Ja, Gott sei Dank. Puh. Oh, crap. Okay, das Eisding, damit kann ich arbeiten, doch. Okay, das war taktisch schon mal in Ordnung so. Dann kann ich hier auch schon mal mit dem... Okay, super. Das ist gut. Okay, warten, damit er mir das nicht nochmal frisst. So ist gut. Okay, so können wir arbeiten. Das sieht nach was aus. Vorsichtig jetzt Stück für Stück hier aufmachen. Ganz langsam. Sonst explodiert wieder was. Oh, Sonnenlicht. Und Geld. Gut. Hier nun. Matschkürbis. Das ist okay. Den kriegen wir platt. Den kriegen wir platt. Die kriegen wir auch platt. Super Sache. Super Sache. Dann brauche ich jetzt nur noch hier ein bisschen mehr setzen. Dann können wir hier Nüsschen davor ballern. Vielleicht lieber da drüben vorballern sollen, ha? Ach komm, dann nehmen wir hier einen Matschkürbis. Ich weiß nicht, was hier noch kommt, aber... Oh, das ist nur eine Kartoffelmine. Ja, das ist jetzt hier nicht so aufregend gewesen. Die Runde haben wir ganz gut überstanden. Ja, komm schon, kleine Kartoffelmine, du schaffst das. Komm, komm raus. Wobei, ich glaube, der Zombie ist vorher kaputt. Der Beschuss ist ziemlich gut. Kann ich mitleben. Das war nur... Die Runde war okay. Die Runde war in Ordnung. Die war viel schöner als... Der Stress vorher. Okay, gucken, was kommt hier. Wir können den einfrieren. Was kommt hier? Wir können ihn von hinten attackieren. Von hinten attackieren. Was? Gut. Put. Was kommt jetzt hier? Das ist ungünstig. So. Okay, das ist... vorsichtig, den nächsten öffnen! Auch definitiv mehr Beschuss. Wow, vorsichtig, ich kann dann notfalls... Okay, aber ich zerstampfe und das ist gut. Da kommen so viele Zombies raus, das gefällt mir nicht. Daumen runter. Okay, das ist in Ordnung, damit kann ich arbeiten. Okay. Das war erstaunlich leicht, yes. Gut. Bisschen panisch, aber gut. Aber gut. Och, quetsch hier nicht. Runde 8 hier, das schaffst du nicht. Ich weiß das, ich hab sowas im Urin. Du hast eine Blase? Ja, ich war im Nachbarhaus und hab mir die von Frau Krause geholt. So. Da könnt ihr mal sehen. Günther, das ist ganz schön eklig. Ja, nee, eklig war der. Nee, ich erzähl's lieber nicht. So, ich bereite jetzt wieder die Vasen vor, hier. Ja. Du hast keine Chance ab. Ich pack da besondere neue Zombies rein. Oh oh. Am besten so ein Football-Zombie direkt da raus. Oh Gott, der alle Vasen vor sich aufräumt. Oh Gott. Beschrei es nicht, Honey. Ich hoffe, ihr findet das mit dem Vasenbrecher recht spannend. Ich persönlich finde es gerade ein bisschen nervenaufreibend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Plants vs. the Zombies. Bye!